Was ist der beste Indikator, um den Aktienmarkt aktuell zu erklären? Ich werde es in diesem Video sagen, ich werde dir auch verraten, warum wir Montag und Dienstag den größten Anstieg im S&P, den schnellsten Anstieg im S&P seit 2020 hatten. Nun, gestern war ja Turnaround Tuesday, das hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Aber der fundamentale Grund, der ist eben ein anderer. Und wenn du den Kanal abonniert hast, den Daumen nach oben gibst und fleißig auch die Glocke abonnierst, dann weißt du schon, worum es in diesem Video geht und was den Aktienmarkt auch perfekt erklärt, das sind die Anleihen. Ja, du hast richtig gehört, die Anleihenmärkte sind momentan der perfekte Indikator für den Aktienmarkt. Du siehst es auch hier in dem Chart im Hintergrund. Ich werde es dir gleich erklären und da passiert bei den Bondmärkten momentan einiges. Einiges, was kurzfristig gut ist, mittel- und langfristig aber eher schlecht. Wir hatten ja letzte Woche am Mittwoch das Eindenken der Bank of England. Man hat jetzt aufgehört, sich über quantitatives Tightening Gedanken zu machen. Also überlegt nicht mehr, wie man die Staatsanleihen auf der eigenen Bankbilanz reduziert, sondern man hat jetzt wieder angefangen, quantitatives Easing zu machen. Ein absolutes Novum und für die Märkte auch so ein kleiner Sintra-Moment. Was bedeutet das? 2011 hatte ja Mario Draghi in Sintra den Euro gerettet. Hurra! Damals war er noch Super Mario, jetzt ist er ja quasi politisch auch arbeitslos. Er hatte nämlich damals gesagt, whatever it takes and believe me, it will be enough. Also wir werden den Euro retten und wir werden alles tun und glauben Sie mir, es wird genug sein. Und damit konnte er eben die gewaltige Kraft der Eurozone vereinen und den Euro damals retten, die Staatsanleihenkrise, die Peripheriekrise auch, wo die Renditen in Italien, Portugal, Spanien, Griechenland 7, 8, 9, 10% waren. Ein Stück weit retten mit quantitativem Easing. Und das probieren jetzt auch die Engländer. Sie haben eine besondere Situation und wer jetzt daran glaubt, dass auch die EZB oder auch die Fed anfängt, wieder Staatsanleihen zu kaufen, der liegt falsch, denn die Bank of England, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die hat in ihrem Mandat eben nicht nur Preisniveau Stabilität, also Inflation bekämpfen, sondern sie hat eben auch Finanzmarktstabilität und deswegen durfte sie einspringen, deswegen konnte sie letzten Mittwoch diese 180-Grad-Wende machen und eben auch massiv bis zum 14. Oktober in den Markt intervenieren. Man kauft also Gilts, wir schauen uns das im Chart gleich nochmal an. Und man hat damit mindestens 3 Pensionsfonds in UK vor dem ausgerettet. Diese Pensionsfonds sind eben ähnlich wie die Energieversorger auch hier am Markt engagiert. Sie haben eben Swaps abgeschlossen und dadurch, dass diese Bewegungen in den Renditen so unglaublich groß waren, ich zeige dir auch gleich noch einen Chart zu, mussten sie eben Nachschusspflichten erfüllen. Das konnten sie nicht, sie wären fast insolvenz gegangen und die britischen Pensionsfonds, die zahlen ja jährlich auch an ihre Pensionäre aus. Das ist ein sehr wichtiges System. Da stehen am Ende Rentenzahlungen auch dahinter. Und da geht es um unglaublich viele Existenzen. Das geht in die Millionen Existenzen rein. Und da musste eben mehr oder weniger die Bank of England einspringen, um eben tatsächlich hier diesen Gilt-Anstieg, also diesen Renditeanstieg in den Gilt zu bremsen. Man hatte ja hier Steuererleichterungen versprochen seitens der Regierung, massive Neuverschuldung auch in den Raum gestellt. Und das hat eben das Vertrauen in die Gilts untermauert. Die Zinsen sind sehr schnell, sehr weit angestiegen. Und das hat eben mindestens 3 große Pensionsfonds in Schieflage gebracht. Also unglaublich spannendes Thema. Wie gesagt, geht jetzt sehr technisch in die Details. Auch nochmal ein Thema Marktausblick, den wir am nächsten Sonntag in der Intensivausbildung Portfolio Management machen. Aber für dieses öffentliche Video nochmal der Hinweis. Schau mal hier, 10-jährige Treasuries, das ist schwarz invertiert. Also hier 1,5%, hier quasi 4%. Und du siehst dagegen den S&P. Und dieser einfache Indikator, den ich dir rate, auch als Aktieninvestor momentan zu nutzen, den ich mir auch sehr genau angucke, ist eben die Fragestellung, ja, welche Linie ist denn gerade oben? Ja, ist halt dieser Candlestick-Chart oben, also hier der S&P 500, oder sind halt die Treasuries quasi oben, invertierte Treasury-Renditen sind die oben. Und du siehst immer, wenn die Treasury-Renditen oben waren im letzten Jahr, also wenn hier die Treasuries in der Rendite weit unten stehen, weil der Chart invertiert ist, hatte der S&P, also der Candlestick-Chart, hier einen Anstieg. Wenn es andersrum war, wenn also hier der S&P über dem Treasuries war, dann ist es danach runtergegangen. Es hat perfekt funktioniert. Manchmal dauert es etwas, also hier waren die Treasuries in den Renditen eben weiter unten, damals noch bei 2%. Und es gab diese Rallye im S&P, dann war eben wieder das Gegenteil der Fall. Hier die Treasuries in schwarz waren eben deutlich unter den Aktien, unter dem S&P. Der S&P ist eingebrochen. Dann hatten wir zuletzt ja auch diese Sommerrallye im Juni, Juli, August. Die Treasury-Renditen sind eben vorher schon gefallen. Danach ist der S&P gefolgt, dann ist der S&P eben überzogen, überschossen. Wir hatten dann hier wieder diesen Abverkauf. Bei den Bonds, die Renditen sind entsprechend gestiegen. Also hier in schwarz ging es runter, weil es invertiert ist. Und der S&P ist ganz brav gefolgt. Und jetzt haben wir wieder eine Situation, wo der S&P mit diesem sehr starken Anstieg über die 2 Tage über der schwarzen Linie steht. Und wenn du eben Aktien verstehen willst, schau dir unbedingt die Renten an, was wir gestern zusätzlich hatten noch, gestern Nacht, früher Morgen bei uns in Europa, 3:30 Uhr war es, glaube ich,
In Australien war ja die Notenbank-Sitzung und man hat sich entgegen der Marktprognosen als erste G10-Notenbank dazu entschieden, nicht die Zinsen stärker anzuheben, als die Markterwartungen waren. Das hatten wir jetzt ein, zwei Mal gesehen. Meistens waren wir auf dem Konsens, hatten also 50 oder 75 Basispunkte Erhöhung gesehen. Die Australier haben es jetzt anders gemacht. Die Australier haben gesagt, nun, wir möchten nicht die Erwartungen mit dem Zinsschritt nach oben treffen, sondern wir möchten weniger die Zinsen erhöhen, also im Zweifel ein etwas konservativeres Signal senden. Also sie haben damit eben auch signalisiert, dass der Zinspfad nach oben nicht mehr ganz so schnell beschritten wird. Daraufhin sind eben die globalen Renditen massiv auch wieder gefallen. Du siehst es hier in den Treasuries, du siehst es aber auch natürlich in den Staatsanleihenrenditen von zum Beispiel Großbritannien, du siehst es aber auch natürlich in Australien. Also wir haben so zwei Punkte gehabt, einmal das Intervenieren am Finanzmarkt von der Bank of England. Wir haben dazu noch die RBA gehabt, also die australische Notenbank, die gesagt hat, ja, wir wollen nicht so schnell die Zinsen erhöhen. Und das hat eben sofort die Erwartung am Markt auch wieder gefüttert, dass die Notenbanken jetzt plötzlich der Meinung sind, Inflation ist vorbei. Wir können wieder ein bisschen weniger machen. Also dieses Thema Inflation wird schnell zurückgehen, um eben den Markt auch zu entlasten. Und das ist temporär natürlich für eine Entlastungsrallye gut. Das kann auch durchaus ein paar Wochen und Monate anhalten, wenn eben die Inflationszahlen tatsächlich runterkommen. Das Problem ist nur, das löst eben diese strukturellen Probleme nicht. Und wenn wir das uns in UK wirklich nochmal anschauen und zu Gemüte führen, ich habe da einiges auf Bloomberg gelesen, das war nahe einem Lehman Brothers Moment. Also wir waren da quasi kurz vor der Pleite von großen, milliardenschweren Pensionsfonds, die einfach keine Liquidität mehr haben. Und deswegen werde ich dir auch gleich noch Liquiditätscharts zeigen. Das sind Charts des Schreckens, denn wenn man sich den Rentenmarkt anguckt, der ist ja durch eine unglaublich starke Volatilität gerade geprägt. Dieser Move-Index, der ist insgesamt extrem weit oben, deswegen hatte ich jetzt auch neulich mal ein paar Put-Optionen auf den Bund-Future geschrieben. Ganz toller Trade, da kannst du ganz viel Prämie vereinnahmen. Allerdings eben auch ein Trade, wo du sehr starke Nerven brauchst, denn diese Schwankungen sind natürlich massiv. Und nochmal zurück zur Wiederholung ganz kurz. Also zeichne dir diesen Chart ein, 10-jährige Treasuries hier in TradingView US2G. Vergleich das mal mit dem S&P und behalte das im Blick. Momentan, wie gesagt, ist der Aktienmarkt wieder etwas teurer. Würde mich also nicht wundern, wenn eben diese Zwei-Tages-Rallye jetzt auch relativ schnell wieder ausläuft. Aber wenn du eben hier strukturell Phasen entdeckst, wo der S&P über dieser schwarzen Linie ist, eher short. Und wenn es mal Phasen gibt, wo die Renditen eben drunter kommen, USA ist natürlich hier der Leitmarkt. Und wie gesagt, die Amerikaner werden nicht vom quantitativen Tightening absehen. Das dürfen sie auch nach ihrem Mandat gar nicht. Aber trotzdem, wenn du mal solche Phasen hast, dann könnte es eben auch eine Herbst- oder eine Weihnachtsrallye geben. Und was ich dir unbedingt noch zeigen möchte, was mir sehr wichtig ist, ist eben diese Renditebewegung in UK, weil das einfach Extreme sind, die ich so als Fondsmanager über 10, 15 Jahre noch nie am Markt gesehen habe und die natürlich hier auch massiv das Unruhephänomen an den Märkten zeigen. Also hier, das sind diese 10-jährigen Gilts, diese Renditen, die sind von 0 quasi gekommen, also 0,6 noch zum Jahresanfang. Also sprich, das ist kein Monat, pardon, ist kein Jahr her, vielleicht 9, 10 Monate. Und wir sind eben in kürzester Zeit hier auf 4,6% in der Rendite gestiegen. Das sind eben Anstiege, die massiv auch die Pensionsfonds belasten. Du hast ja normalerweise immer dieses Hold to Maturity, hast die Anleihen also eingebucht. Du denkst, die Anleihen werden am Ende bei 100 zurückgezahlt. Wenn sie eben nicht ausfallen, stimmt es auch. Allerdings hast du eben das Problem, dass in deiner kurzfristigen Bewertung, wenn du tatsächlich Ausschüttungen machst, solche Anstiege von 1,8 auf 4,6%, also wenn du das mit Aktienmärkten vergleichst, ist das so, wie wenn hier innerhalb von 2 Monaten sich der Aktienmarkt halbiert. Und da kommen natürlich Unternehmen auch in Probleme. Wir sehen das ja auch bei der Credit Suisse oder auch bei anderen Banken. Da werde ich gerne jetzt auch nochmal nach meinem Urlaub ein Video zu machen. Aber das sind massive Bewegungen und hier haben wir diese Intervention gehabt. Und ähnlich wie auch die Intervention im Yen, da wurde ja auch massiv interveniert durch die Bank of Japan, ist dieser Effekt eigentlich für mich sehr klein. Denn wenn ich überlege, dass hier wirklich massiv eine Trendwende vollzogen wurde, wirklich alle Register gezogen wurden, wirklich man sich ja auch als Bank of England quasi bloßstellt und sagt, naja, wir sind eine Zentralbank, wir haben einen langfristigen Pfad, wir wollen Inflation auch bekämpfen und dann sagt, nein, wir kaufen jetzt unlimitiert bis eben zum 14. Oktober gilt und dann eigentlich nur 2 Handelstage hier mit so einer Bewegung aufgefressen werden, dann muss ich schon sagen, ah, das kann mir schon auch Sorgen bereiten, denn Fakt ist, wenn diese Renditen hier weiter nach oben gehen, dann werden eben auch die globalen Renditen steigen und dann wird es eben schwierig. Und wovon hängt das ab? Ganz klar vom Thema Inflation. Und Inflation ist noch nicht gelöst. Wir haben nach wie vor sehr hohe Kernraten. Ja, diese volatilen Komponenten kommen zurück. Auch die Frachtraten und die Lieferketten, das beruhigt sich alles auch in den Preisen. Auffallende Rohstoffpreise helfen natürlich, aber die Kernrate ist eben noch extrem hoch.
weil wir einige strukturelle Themen in der Inflation hatten, über die ich immer auf diesem Kanal auch spreche und auch in den Marktausblicken. Und zwei Dinge möchte ich hier nur kurz zeigen. Das eine ist, weil wir uns gerade auch UK-Renditen angeguckt haben. Natürlich, ja, Steuersenkungen sind gut, um Konsum aufzubauen, aber es bedeutet eben auch größere Staatsschulden. Es bedeutet auch momentan sehr, sehr schwaches Pfund, was ja gerade gegen den Dollar auch massiv leidet. Und deswegen sind eben diese Pensionsfonds auch in Schieflage geraten. Deswegen ist eben hier das auch so wichtig. Und man sieht eben hier mit der Inflation im Food-Bereich, also wirklich das, was man ausgibt in den UK, also in Großbritannien für Lebensmittel, das ist einfach mal 13,4% gestiegen. Und dann ist es eben nicht schön, wenn du als Pensionär jetzt plötzlich keine Pension mehr bekommst und dein Pensionsfonds eben hier Forderungen hat, die er nicht erfüllen kann und am Ende Insolvenz geht. Deswegen musst du einfach das System so erhalten. Und es ist durchaus schwierig, weil solche Lebensmittelpreisanstiege hat man das letzte Mal 2008 und 2009 gehabt. Damals haben sich ja die Aktienmärkte auch halbiert. Und das ist ein Chart, den ich auch nochmal zeigen kann, um vielleicht diese langfristige Perspektive aufzumachen und die Frage zu beantworten, ob wir jetzt schon die geldpolitische Wende sehen. Weil das ist das, was die Börse eben einpreist. Wenn es jetzt ein Jahresendrallye gibt, dann geht das eben nur, wenn Inflationserwartungen nach unten kommen. Wenn man den Notenbanken eben auch zutraut, genug gemacht zu haben und damit eben auch implizit annimmt, dass Inflation nicht wie in den 70er Jahren lange weit oben bleibt, wie die sogenannte Peak Inflation also erreicht haben, sondern dass man eben denkt, naja, Inflation kommt schnell runter und man sieht eben keinen weiteren Anstieg. Und hier findest du einen sehr spannenden Chart, der ist über 40 Jahre zurück. Du siehst in weiß die Fed Fund Rate, also den Zinssatz der Amerikaner, und du siehst in gelb die sogenannte Core CPI, also das, was eben ohne diese volatilen Komponenten ist, ohne Tabak, ohne Alkohol, ohne Lebensmittel, ohne Energie, also das, was wirklich eher sticky ist, also eher langfristig. Und da siehst du sehr schön, dass diese weiße Fed Fund Rate eigentlich fast immer in der Zeit über der gelben Linie ist. Das Einzige ist hier in der Zeit, wo wir eben eine globale Deflation nach Lehman Brothers hatten, wo ja die Notenbankbilanz auch so aufgebläht wurde, klappt ja mittlerweile auch wegen der Inflation nicht mehr. Und hier siehst du eben auch, dass wir seit 2 Jahren mittlerweile eine Situation erreicht haben, wo eben diese Core-Rate deutlich, deutlich über der Fed-Fund-Rate ist. Bedeutet im Umkehrschluss auch, wenn wir historische Normalität haben möchten und nicht mal die weiße Linie über der gelben haben wollen, sondern einfach nur einen Gleichlauf, wie zum Beispiel hier in den 2000er Jahren, die ja auch schlecht für den Aktienmarkt waren, dann bedeutet das eben, dass die weiße Linie zumindest mal bis auf die gelbe Linie steigen muss, also die Fed-Fund Richtung 6% unterwegs sein sollte. Und das ist schwierig, weil wir auch schon jetzt Zinssenkung wieder für den Sommer 2023 einpreisen. Also, was habe ich dir gesagt? Schau dir unbedingt die 10-jährigen Renditen an. Wenn die Renditen nach unten gehen, wenn sie fallen, dann ist es gut für den Aktienmarkt. Wir haben da eine sehr starke Vorlaufindikation. Ich hatte es dir in dem Chart gezeigt. Speichere das gerne bei dir auch im Chartprogramm mit ein. Sei dir bewusst, dass solange Inflation oben bleibt, die Notenbanken vielleicht temporär solche Hossen einleiten können, die vielleicht auch mal über 3-4 Wochen laufen. Im Sommer waren es ja auch 2 Monate, wo der Markt sehr stark gestiegen ist. Aber auf Dauer ist die Frage eben, ob Inflation strukturell runterkommt. Meiner Meinung nach wird das erst passieren, wenn wir wirklich einen global deutlichen und heftigen Abschwung bekommen, damit eben auch deutlich mehr Arbeitslosigkeit sehen als aktuell. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr fest und wir befinden uns einfach in einer sehr schwierigen Situation, wo Liquidität aus den Rentenmärkten rausgeht, wo Volatilität höher wird. Bedeutet also, mach eher kleinere Trades, halte dich an klare Strategien und bilde dich in diesen Themen aus, denn der Rentenmarkt ist eben derjenige, der Aktienmärkte hier auch perfekt erklärt.